Damit begrüße ich Sie nach der Pause zur dritten These. Die dritte These ist überschrieben: Melancholie fasst die Traurigkeit der Welt. Vielleicht ist die Melancholie schlichtweg das Gefäß, in dem wir die Traurigkeit dieser Welt zu fassen bekommen, die wir oftmals auch als Weltschmerz bezeichnen. Es ist dieses Leiden an der Welt, das aber nichts Pathologisches hat, erst recht keine maligne Krankheit, also keine Krankheit zum Tode ist, wie es die Romantiker formulierten. Es ist keine Krankheit, sondern das Fassen, das Erfassen der Traurigkeit der Welt. Vielleicht ist es nachgerade das Erkennen, dass diese Welt einfach unerlöst ist und unerlöst bleibt, dass es immer Ungerechtigkeiten, Schicksalsschläge und eben auch das Böse geben wird. Und vor allem die bittere Erkenntnis,
dass wir neben Leid, das uns die Natur zufügt und damit die Schrecken von Krankheit und Naturkatastrophen, auch noch der Mensch bleibt, der das Böse sät. Allein das Bedenken, dass der Mensch dem Menschen ein Wolf ist, wie es bereits der römische Komödiendichter Plautus 200 vor Christus formulierte, verführt zur nachdenklichen Traurigkeit, zur Melancholie. Dieses Fassen, dieses Hineinbegeben in das Erfassen auch von traurigen Dingen, da habe ich zwei Texte ausgesucht, einmal eine Begegnung in Daming in China und zum anderen einen sehr reflektierenden Text über Afrika. Daming, ein Versuch zu beschreiben. Wir stehen am Bett eines geistig behinderten Kindes in Daming, einer für chinesische Verhältnisse größeren Stadt südwestlich von Peking. Helles, angenehmes Licht fällt bereits zur frühen Morgenstunde in den nur wenig und ärmlich möblierten Schlafsaal. Wir helfen, das Zimmer zu säubern und legen die von Urin und Schweiß der Nacht durchtränkten Laken zur Seite, um über die reinen Holzbretter ein neues, verschlissenes Tuch zu breiten. Die Kinder sind derweil beim Füttern und anschließenden Baden. Über dem Bett steht, wie bei den anderen sechs Betten in diesem kleinen Raum, auf einem Kreppbandstreifen ein chinesischer Name. Ich frage danach, was er bedeutet. Der zweite oder auch der Familienname ist der Name des jesuitischen Padres, der vor Jahren dieses Zentrum für körperlich und geistig Behinderte gründete. Es ist das einzige Zentrum für Menschen mit Behinderungen hier im Raum Daming, einem Kreis übrigens, der allein 730.000 Einwohner umfasst. Das nächste Behindertenzentrum liegt ca. 200 Kilometer weiter Richtung Peking im nächsten Ballungsraum. Hier vor dem sogenannten Don Bosco Retarded Center werden von den Eltern ausgestoßene Kinder einfach vor die Tore des Komplexes nachts abgelegt oder man findet sie auch ausgesetzt am Rande von Mülldeponien. Und da die Schwestern nichts von ihnen wissen, außer ihrer Hilfsbedürftigkeit, geben sie ihnen eben selbst erfundene Namen. Auf dem schon speckigen Streifen über diesem Bett steht der Name des Kindes, Endless Love, unendliche Liebe. Afrika, was haben wir dir angetan? Geschrieben auf einer Busreise nach Livingston. Komplex ist das am häufigsten genutzte Wort dieser Reise. Auch wenn viele Fragen offen bleiben, ein paar Antworten zeichnen sich ab. Irgendwann entdeckten die Europäer diesen geschichtslosen Kontinent. Geschichtslos, weil die Menschen in ihren Stammestraditionen andere Formen der Kultur hatten als Schreibstuben, klösterliche und städtische Lebensformen, die Literatur, Recht und Wissenschaft entwickelten. Dieser Vorsprung an theoretischem Wissen und praktischem Wissen zur Beherrschung und Kultivierung der Welt wurde aber nicht genutzt, um in der Begegnung mit den Menschen des neuen Kontinents ein Mehr an Humanität zu schaffen. Der Westen machte sich Afrika untertan, beutete die Länder aus und erniedrigte Menschen zu Arbeitskräften. Die Fortentwicklung technischer und organisatorischer Möglichkeiten im Westen durch die Revolution des Buchdrucks, der industriellen Fertigung und Arbeitsteilung sowie der Elektrisierung und Digitalisierung haben dies nur verstärkt. Aus Kolonien wurden abhängige Staaten im Kalten Krieg und schließlich Lieferanten und neue Märkte im globalen Wettlauf um Rohstoffe. Doch die Menschen blieben untertan, ausgebeutet, erniedrigt. Was haben wir Afrika angetan?
Wie muss sich doch diese Struktur auf das Bewusstsein, die Grundhaltung und Mentalität jeder einzelnen Afrikanerin und jedes einzelnen Afrikaners ausgewirkt haben? Mit der Idee der gleichen Würde aller Menschen, geboren aus Tradition und christlicher Tradition und des durch westliche Revolutionen zur Geltung gebrachten Naturrechts, kam auch das Gefühl der Verantwortung und humanitärer Verpflichtung. Die Menschen in Afrika wurden nun auch als Subjekte gesehen, denen man Hilfe, Unterstützung, Beistand, aber auch Gnadengabe und Geschenke schuldig waren, während sie gleichzeitig Objekte der globalen Ausbeutung blieben. Wie sollte in dieser Bewusstseinslage und mit diesen Rahmenbedingungen eine verantwortungsvolle Zivilgesellschaft entstehen? Menschen befähigt werden, in einer komplexen Moderne ihr Gemeinwesen, ihre Wirtschaft zu gestalten. Afrika, was haben wir dir angetan? Du bist kein Kontinent der Rationalität und damit verbunden des Dranges nach Wissen, um sich die Erde untertan zu machen. Afrika ist ein Kontinent der Magie, der Verbundenheit mit der Erde und ihren Geschöpfen, mit den Ahnen und Toten und damit einer Geschlechterfolge von der Vergangenheit in die Zukunft. Afrika, wir müssen anfangen, voneinander zu lernen. Die nötige Ratio zur Entfaltung menschlicher Möglichkeiten könnte eine fruchtbare Ehe eingehen mit dem Wissen um die Heiligkeit der Dinge, dem Kern des Menschlichen, der auch seine Berührungspunkte zur Magie hat. Wir im Westen sitzen im gleichen Boot, bewohnen die gleiche Erde und uns verbindet eine Verantwortung für das Ganze, aber auch füreinander. Umso mehr wir das Leid der anderen ausgrenzen, umso stärker wird die Sinnentleerung unserer Welt zunehmen und die globalen Probleme ungelöst bleiben. Zum Abschied unserer Reise fragte uns Pete Henrio, ob wir uns nach all dem Erleben der Armut, der Ungerechtigkeit und dem Leiden der Menschen schuldig fühlen. Schuldig? Wir sind verunsichert. Ist es einfach eine Provokation, die uns der Jesuit mit auf den Weg geben will? Wir wissen nicht so recht. Schuldig, guilty. Wir fühlen uns verantwortlich, responsible. Eine bessere Vokabel finden wir bisher nicht.